Hallo zusammen, wie ihr seht, sind wir unterwegs. Fabienne ist am Fahren. Ich bin auf dem Beifahrersitz. Und jetzt müssen wir etwas abklären, weil das hat uns schon ein bisschen geschockt. Tatsächlich, hey. Alles leer. Top Caravan gibt es nicht mehr. Crazy. Ja, es ist also wahr. Wir stehen jetzt hier bei unserem Händler, der das Wohnmobil gekauft hat. Der jetzt nicht mehr existiert. Ist tatsächlich Konkurs gegangen, weil man sieht hier hinten. Alles leer. Ja. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt mit unserer Garantieleistung? Weil wir haben ja eigentlich einen neuen Termin machen für unsere Dichtigkeitskontrolle. Auf dem Internet wollen wir die Telefonnummer raussuchen. Die Internetadresse ist nicht mehr vorhanden. Dann habe ich gesehen, Google-Rezensionen, dass jemand geschrieben hat, er hat sein Wohnmobil, glaube ich, 6 Wochen bei Top Caravan gehabt, nie etwas gehört, angefangen zu arbeiten und irgendwann hat er per Post seinen Schlüssel im Briefkasten gehabt. Wir sollen es doch holen, ja. Also, es ist noch schön, dass man informiert wird, wenn man da ein Auto gekauft hat und eigentlich zu... Also eben, man wird eben nicht informiert, ja, das ist ein bisschen schade. Das war ironisch, ja. Gut, wir haben jetzt ja eigentlich noch Glück gehabt. Ich meine, wir haben unser Wohnmobil. Das ist ja noch schön. Ich hoffe, es gibt keine Leute, die das Wohnmobil bestellt haben, gezahlt haben und nie eins bekommen haben. Das wäre ja katastrophal. Für uns der einzige Verlust, den wir haben, ist, wir haben noch einen Gutschein gehabt für etwa 110 Stutz oder so, den wir eigentlich wollen brauchen für Dichtigkeitskontrolle. Die können wir uns jetzt natürlich abschminken. Aber ja, jetzt werden wir uns schauen, wo wir sonst hingehen können. Es gibt schon ein paar Sonnenleithändler in der Schweiz. Ah, wir haben auch dann mittlerweile auf der Facebook-Seite Sonnenleit- und Garado-Freunde haben wir dann eben auch verlassen, dass ganz viele Leute auch hier in der Schweiz betroffen sind natürlich. Und ja, es ist wirklich eigentlich noch krass, wie schnell das kann gehen. Wir wissen den genauen Hintergrund nicht, dass wir wissen auch nicht, ist der Konkurs gegangen oder was ist das Problem. Ja, offensichtlich schon. Weil es ist einfach faktisch, die Bude gibt es nicht mehr so da und es ist einfach, ich finde es einfach noch wirklich schlecht, dass man einfach vorher nicht informiert wird, so im Sinn von, hallo, es ist im Fall, uns geht es nicht gut, wir haben Abverkauf oder wenn ihr etwas wollt, kommen bis dann und dann. Für mich ist jetzt wichtig, wie geht es weiter. Wie schon gesagt, es gibt den nächsten Händler, Sonnenleithändler von uns ist in Bar. Das sind etwa, etwa eine Stunde von uns weg. Also werden wir uns jetzt dort mal melden. Für all die, die jetzt auch betroffen sind, ich tue unten durch in der Videobeschreibung tue ich mal noch die verschiedenen Geschäfte auflisten, einmal in der Schweiz, wo man könnte hingehen könnte, für die, die... wir wissen zum Beispiel, noch aus dem Bündnerland haben wir noch... Kontakt. Einen Kontakt, der jetzt natürlich auch betroffen ist, der auch da sein Wohnmobil gekauft hat, glaube ich. Und ja, dass er auch weiss, wo er hingehen kann, oder sie. Und ja, aber crazy. Crazy. Das ist wirklich, hätte ich also nicht gedacht. Und jetzt ist wirklich krass, wie man hier sieht, der Riesenplatz, da hat es immer alles volle Wohnmobil gehabt und hat das Gefühl gehabt, wie rangieren die auf dem Platz und jetzt ist einfach alles leer. Ja, wir mussten wieder zurück ins Auto, es ist sau kalt für draussen. Ja, noch schnell, was gibt es in Zukunft? Also bei uns wird es definitiv an den Ostern, sollte es hoffentlich losgehen wieder. Wo genau dass es dann hingeht, entscheidet das Wetter. Was wir sicher dieses Jahr noch machen wollen, das wollte ich nämlich letztes Jahr schon machen, ist ein Solar-Spezial, weil das ist auch schon angefragt worden, was wir dann da alles so verbaut haben und so weiter und so fort. Außerdem müssen wir ja noch unser Loch im Wohnmobil flicken. Das gibt sicher auch noch als Thema. Und ja,
Bis dann, auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir hoffen, ihr seid nicht betroffen. Wenn ja oder wir etwas für euch machen können, dann schreibt es doch unten rein. Wenn ihr noch keine Abonnenten sind, dann gerne ein Abo dalassen, das würde uns freuen. Und natürlich Daumen gegen auf, das würde uns auch freuen. Des Weiteren, wenn ihr es nicht erwarten könnt oder noch nicht genau wisst, wo ihr wollt, den nächsten Trip hinmachen, vielleicht wäre ja Grand Tour für euch etwas, gibt es bei uns auf dem Internet, auf unserer Webseite www.swefa-ontour.ch. Könnt ihr mal schauen, was wir letztes Jahr schon gemacht haben. Alle GPS-Punkte von Google Maps zum Downloaden. Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ah, die Sonne kommt.